such a long, long, long time to feel it, swallowed by the waters around me. I know I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it. I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more, and I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up, and I feel my love flooding back again. Hallo zu einem neuen Video und willkommen in Amsterdam. Wir sind gerade im Hotel angekommen und wir sind im Westcourt Fashion Hotel in Amsterdam. Haben uns erstmal voll verfahren mit der Bahn, aber jetzt sind wir auch endlich mal da. Und ich würde jetzt erstmal kurz den Raum, das Zimmer zeigen. Hier ist der Eingangsbereich und hier ist sogar eine Kaffeemaschine und irgendwie ist das so ein Automat. Guck mal, Schatz, das ist so ein cooler Trinkautomat. Und hier haben wir schon ein Welcome bekommen mit Snacks. Und Snacks finde ich immer super. Und hier ist unser Bett. Und ich muss gleich mal den View auschecken. Und hier ist auch noch mal so ein Tisch. Und unser Bad. Cute. Jetzt checken wir mal den View aus. Wir sind gerade in einem Bio-Supermarkt und es ist so super hier. Hier gibt es so viele tolle Sachen. Schaut euch an, wie fucking beautiful das hier ist. Ohne Witz, es ist hier so schön, dass wir gesagt haben, dass wir nach dem Abi einen Monat erstmal nach Amsterdam ziehen oder generell nach Holland, weil es einfach so ein geiles Land ist und dass wir erstmal leben für einen Monat, weil es ist so krass schön. Ich glaube, ich war in noch keiner schöneren Stadt in Europa, außer München. München ist schon echt schön, aber so außerhalb Deutschland ist es schon echt ziemlich schön. So, wir sind gerade bei Salsa Shop und zwar ist es ein mexikanisches Restaurant in Amsterdam. Es gibt, glaube ich, bisher drei in Amsterdam und das ist hier so ein Prinzip quasi Fast Food, aber auf einer sehr hohen Qualität eben. Und man kann sich aussuchen, ob man eben Burrito Bowl, Tortilla oder Tacos nimmt. Dann kann man sich das auf verschiedenen füllen mit verschiedenen Fleisch oder Gemüse, verschiedenen Toppings, verschiedenen Salsa, Guacamole und alles mögliche. Und es ist auf jeden Fall ziemlich gut. So, hier ist meine hausgemachte Limettenlimonade, die ist richtig lecker. Dann habe ich hier drei verschiedene Tacos, einmal mit Hühnchen, Pork und Steak, glaube ich. Und mein Freund hat ein Burrito genommen. Und jetzt genießen wir erstmal das leckere Essen. Wir sind bei Salsa Shop. So, wir haben es gegessen. Oh, mein ganzer Mund brennt hoch. Einfach nicht so viel schärfer gemacht, aber es war sehr lecker. Vor allem das mit dem Hühnchen hat mir richtig gut geschmeckt und die Guacamole ist echt gut, gell? Guacamole ist richtig lecker. Wenn ihr Schärfe empfindet seid, nehmt auf jeden Fall die milde Salsa, weil allein schon das Fleisch ist scharf. Das Hühnchen ist aber richtig lecker. Und die haben so Homemade Lemonades mit Hibiskus, Limette und noch irgendwas. Und die sind richtig, richtig lecker. Also die sind wirklich so geil. Mein ganzer Mund brennt gerade. Aber es war lecker. Die Sonne ist gerade rausgekommen und es sieht so schön aus. Wir sind gerade bei Bagels and Beans. Das sind die Gründe, warum ich Holland liebe. Die sind so fortgeschritten in allem. Man kann sich hier so geil gesund ernähren. Und hier habe ich so ein Wasser mit Minze und Himbeere. Das würde in Deutschland locker 5 Euro kosten. Kostet hier 1,50. So geil. Schaut euch diese Beauty an. Und ein Freund hat sich Granatapfelkerne gekauft. Und die haben auch einfach nur, ich weiß nicht, 2 Euro gekostet.
handcuffs. I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it. A green flash is zipping right where I'm standing. A sunlight cut into the bone, bone, bone. Start to heal. Wir kamen gerade von draußen, es hat geregnet. Aber davor waren wir in so einem richtigen scheiß Touri-Laden, wo es so Waffeln und sowas gab. Und die waren völlig überteuert, weißt du, ich dachte so, die kosten so, wir haben gestern eine gekauft für 4 Euro und das fand ich schon viel. Und dann kamen wir da so heute rein und mein Freund hat sich halt eine Waffel gekauft, also so eine Oreo-Waffel. Und der 8 Euro dafür, jetzt habe ich diese Waffel in meinem Leben beschützt vor dem Regen, weil es endlich angefangen hat zu regnen. Und jetzt probiere ich die, wenn die nicht geil ist, dann gibt's Ärger. Wie mache ich denn das? Okay, warte. Oh Gott, das ist voll süß. Keine 8 Euro wert, aber geil. Wir sind gerade beim Frühstück und ich habe einmal in meinem Leben was Gesundes zu essen geholt. Weil ich die letzten Tage so viel Zeug gegessen, das ist einfach ungesund, das ist jetzt erst nicht gesund.